So, schönen guten Abend. Wir haben vorher den Hemming-Abstand gesehen und haben gesagt, wir brauchen einen bestimmten Hemming-Abstand, um zum Beispiel Fehlerkorrektur zu machen oder auch eben Fehlererkennung. Und da haben wir gesagt, um eben einen Bitfehler korrigieren zu können, müssen wir in einem bestimmten Umkreis eines gültigen Wortes die fehlerhaften, ein Bit fehlerhaften Wörter alle diesem Wort zuordnen können. Gell? Also müssen wir Bereiche schaffen, die sich nicht mit den anderen überlappen. Gell? Also das geht dann so, so geht es nicht. Gell? Also, um eben eine Zuordnung zu machen, muss also ein Bereich einem gültigen Wort zugeordnet werden können. Also brauchen wir, was denn? Wir brauchen also einen Umfeld mit den 1-Bit-Fehlern, die wir alle zurückführen können, und das für jedes Wort. Also brauchen wir einen Mindestabstand zwischen den Wörtern von 3. Gell? Also einer weg vom einen wird doch zurückgeführt, vom anderen wird das doch zurückgeführt. Gell? Also brauchen wir einen Abstand von mindestens 3. Gell? Also muss ein solcher Code, der ein Bitfehler korrigieren kann, einen Hemming-Abstand von 3 haben. Gell? Also nicht nur zwei Beispielwörter, die halt nicht so nah benannt sind, sondern der Abstand zwischen allen Wörtern, gell, der muss mindestens 3 sein. Gell? Egal welche Wörter ich aus dem Code herausnehme. So, ja, soweit die Theorie. Gell? Also das ist jetzt so ein bisschen mathematisch, wo man sagt, es geht, gell? Oder man kann. Aber das, wie man das macht, das ist jetzt die nächste Frage. Gell? Nicht nur, dass man es kann und so schöne Bilder da malt, gell? Sondern auch das, wie. Ja, und das, wie, das hat dann auch der Herr Hemming eben gezeigt. Der hat also nicht nur da von diesem Abstand schöne Worte da erzählt, gell? Der hat dann auch einen Code entwickelt. Und der Code, ja, das ist ein Code, der kann also ein Bitfehler korrigieren. Wenn in einem Wort ein Bit falsch ist, dann kann der das wieder richten. Ja, und wie schaut denn das aus? Also da ist so ein wunderschöner, ja, langer Artikel, gell? Also so ein bisschen mathematisch sehr angehaucht, gell? Aber ja, es gibt dann auch die Erklärung darunter, wie es funktioniert, gell? Das ist alles so, ja, okay. Aber da ist eine interessante Tabelle. Und zwar, diese Tabelle, die sagt uns, mit für wie viele Datenbit in einem Wort wir wie viele Kontrollbits brauchen, um dann einen solchen Hamming-Code zu implementieren, um also einen Bitfehler korrigieren zu können. Und er sagt uns, wenn du immer byteweise vorgehst, wenn du also immer nur Byte für Byte die Codierung machst, dann brauchst du 2 Kontrollbits. Also nicht 1. Weil wenn 1 nimmst und dann, ja, dann weißt du nachher, mit, das ist die Verdoppelung. Gell? Und bei der Verdoppelung, wenn sich was verändert, dann wissen wir nicht, was das Datum oder was das Kontrollbit. Gell? Also es geht nicht, also wir brauchen 2. Und das erinnert uns an etwas. Gell? Wenn wir also aus einem plus 2 Kontrollbits machen, dann haben wir 3. Und das, diese Situation, wo wir immer Bit für Bit diese Kontrolle anwenden, das ist der 2 aus 3 Code oder die 2 aus 3 Codierung. Das ist also jene Codierung, die wir schon gemacht haben. Ja, und die haben wir gesagt, die ist sehr uneffizient. Aber der Herr Hemming, der hat eine Codierung dann gefunden, wo er sagt, er nimmt schon mehr als nur ein Bit jeweils. Er nimmt gleich eine ganze Gruppe. Und auf eine Gruppe von Bits wendet er dann Kontrollbits an. Und so sehen wir schon, während wir also hier in diesem bei 2 aus 3 in 3 Bits nur ein Datenwort haben und 2 sind die Kontrollbits, gell? Also da haben wir furchtbaren Verlust, also 2 Drittel sind Verlust. So, wenn wir also da 4 nehmen oder bis zu 4 und wir wenden darauf 3 Kontrollbits an, dann kommen wir auf 7. Gell? Also da haben wir jetzt schon
Ja, mehr als die Hälfte effektive Daten, weil, und die anderen drei sind Kontrollbits. Und so geht diese Tabelle immer weiter, weil als Idee ist dann mit jedem Kontrollbit, das wir hinzufügen, wie viele Datenbits können wir haben. Weil, und da schaut es mal, das geht eben da mit, was ist denn das? Das ist 2 hoch 2 minus 1, 2 hoch 3 minus 1, 2 hoch 4 minus 1, gell? Also die Gesamtdatenlänge ist dann immer 2 hoch die Kontrollbits minus 1. Gell? Das heißt also, bei 4 Kontrollbits kann ich zu einer Gesamtlänge von 15 kommen und 15 minus 4 sind die 11. Ich kann also bei 4 Kontrollbits 11 Datenbits kontrollieren. Gell? Ja. Das ist jetzt ein komisches Byte mit 11, gell? Also mit 11 Bits, gell? Aber das mit 4 geht auch nicht gut. Was macht man? Man nimmt also diese Situation. Um ein Byte nach Hamming zu kodieren, nimmt man 4 Kontrollbits, gell? Weil 3 sind zu wenig, mit 3 Kontrollbits kann ich nur 4 Bits kodieren. Also muss ich das da nehmen. Ja, und die Frage ist jetzt, ja, 11 Bits, 11 Datenbits, was ist denn das für ein Zeug, gell? Ja, wir müssen nicht 11 nehmen, wir können auch 8 nehmen, gell? Wir können also 8 Datenbit nehmen, also ein Byte. Wir fügen 4 Kontrollbits dazu und haben also 8 bis 4, 12 Bits, die wir dann darstellen müssen. Und mit 12 Bits können wir also ein Byte so kodieren, dass ein Bitfehler korrigiert werden. Und das wollen wir jetzt sehen, wie das funktioniert, gell? Also wir wollen jetzt mit 4 Kontrollbits oder Paritätsbits einen Hamming-Code entwickeln, der uns ein Bitfehler korrigiert. Ja, schauen wir mal. Also da starten wir jetzt mit einer Tabelle. Und die Tabelle, die macht jetzt genau das, gell? Also die fügt, ja, die erklärt, wie die Kontrollbits erzeugt werden, weil die kann man nicht irgendwie erzeugen, die muss man systematisch erzeugen. Und wie also diese 12 Bits dann ausschauen, die man aus dem Original-Byte erzeugt. Gell? Also wir haben gesagt, wir haben 4 Kontrollbits, gell? Also 8 plus 4 ist 12. Und ja, wie werden die angeordnet? Gell? Und ja, der Herr Hemming, gell, also das muss eine geistreiche Nacht gewesen sein, gell, hat er das entwickelt und hat diese Idee gehabt, wie man das anordnet. Gell. Und da hat er gesagt, wir machen mal eine Tabelle. Und in dieser Tabelle schreiben wir diese Positionen von 1 bis, also er hat es bis 15 gemacht, gell, aber wir brauchen es noch bis 12, binär auf. Gell, und binär, also damit 2 hoch 0 die Wertigkeit, 2 hoch 1, gell, also das da dann so horizontal hin, gell, und wo jede Stelle so geschrieben wird. Wie funktioniert das? Also 1 ist ja was denn? Position 1 ist 0, 0, 0, 1, gell? Und dieser 1er, was ist das? Das ist 2 hoch 0, gell? Und wie viel haben wir von 2 hoch 1? Keine. Und von 2 hoch 2? Keine. Von 2 hoch 3? Keine. Gell? Wir gehen also jetzt diese Positionen binär hinschreiben. Also 2 ist 0, 0, 1, 0. Dann 3 ist 0, 0, 1, 1. Dann 4 ist 0, 1, 0, 0. 5 ist 0, 1, 0, 1. 6 ist 0, 1, 1, 0. 7 ist 0, 1, 1, 1. 8 ist 1, 0, 0, 0. 9 ist 1, 0, 0, 1. Und 10 ist dann ein Achter, kein Vierer, ein Zweier und kein Einser. 11 ist 1, 0, 1, 1. Und 12 ist 1, 1, 0, 0. So. Gut. Jetzt geht man die
8 Bits, die wir kodieren wollen, diesen 12 hier zuweisen. Und ja, wie macht man das? Da geht man folgendermaßen vor. Jene Darstellungen, jene binäre Darstellungen der Positionen, wo wir nur eine 1 drinnen haben, dort werden die Paritäten angeordnet. Gell? Also da, wir sehen, der 1er, was ist ein 3er? Der 1er ist 2 hoch 0. Und 2 hoch 0, da ist nur eine 1 hier drinnen. Gell? Also wird hier ein Paritätsbit dann hingeschrieben. Gell? Und zwar welches? Das, das mit dem Exponenten übereinstimmt, also das B0. Okay, also das ist dann das Paritätsbit B0. So, wie geht es da? So, okay, B0. So, dann haben wir, wann haben wir was? Wo haben wir wieder nur einen 1er? Hier, gell? Und wem entspricht der? Der entspricht dem 2 hoch 1. Also ist das da die Parität oder das Kontrollbit B1. Und wo haben wir wieder nur einen 1er? Hier. Gell? Also kommt hier was her? Hier ist das 2 hoch 2. Also kommt hier das B2 her. So. Und wo wird denn das B3 sein? Das B3 ist dort, wo wir wieder nur eine 1 haben. Gell? Also hier ist das B3. So. Und die anderen? Die anderen, wie viel bleiben übrig? Gell? Also das sind dann 12 minus die 4 Kontrollbits, also bleiben 8. Und diese 8, das sind die Datenbits. Gell? Also jetzt kann man die in welcher Reihenfolge da auch immer da hinschreiben, das ist nicht so, ja, nicht so genau. Gell? Auf jeden Fall, wir müssen darauf achten, dass das da in der richtigen Reihenfolge dann ist. Das heißt, die Reihenfolge, wie wir auch die Daten kodieren, müssen wir sie dann auch wieder dekodieren. Gell? Also jetzt könnten wir einfach da mal schreiben, das ist D0. Jemand wird auch sagen, das ist D7. Also. So. Na. 0 haben wir gesagt. So. Dann. Da kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7, gell? So. Also D0, das da ist D1, das da ist D2, der da ist doch D3, das ist D4, das ist D5. Und das ist D6 und das ist D7. Schön. Ja, warum 7? Ja, weil wir bei 0 begonnen haben. Gell? Also 0 bis 7 sind 8 Datenbits und B0 bis B3 sind also die 4 Kontrollbits. Okay. Ja. Wie werden die Kontrollbits jetzt gebildet? Ja, die Kontrollbits, die werden gebildet, indem man jetzt Folgendes macht. B0 entspricht da diesem 1er. Dieser 1er, der ist da bei 2 hoch 0 drinnen. Gell? Also das da ist das B0 und das ist die Zeile, wo dieser 1er steht. Gell? Und ja, gehen wir das noch mal ein bisschen anmalen, weil das ist wichtig. Also machen wir es rot. Und der da, das ist auch ein solcher da. Gell? Und dann haben wir noch da den da. Gell? Das ist B2 jetzt. Und dann haben wir noch B3. Der ist da. Ja, die sind dann jeweils einer Parität, einem Kontrollbit zugeordnet und stehen in einer Zeile. Und das Interessante ist jetzt die Zeile. Und zwar, die Parität wird aus jenen Datenbits gebildet,
die also oberhalb einer 1 in der Zeile stehen. Gell? Also hier steht eine 1 und darüber ist das D0. Dann hier darüber steht das D1, hier haben wir D3, hier haben wir D4 und hier haben wir D6. Und die gerade Parität, nicht die ungerade, die gerade Parität aus diesen Stellen oberhalb dieser 1, die muss man nehmen, um jetzt dieses B0 zu bilden. Gell? Also, wir gehen von unserer Parität bis zur 1 und in der Zeile, in der die 1 ist, schauen wir, wo die Einser stehen. Und diese Einser kennzeichnen dann das Datenbit, das mit in die Paritätsberechnung genommen wird. So, und wenn wir das mal aufschreiben, wir können das da wie in der Elektronik aufschreiben, gell? Und zwar die gerade Parität kann in der Elektronik durch eine kleine digitale Schaltung ermittelt werden, und zwar durch das XOR. Weil jetzt weiß ich nicht, habt ihr das in Telekommunikation schon gesehen, das XOR, gell? Also die Schreibweise ist auch da dieses, dieses Plus, dieses Eingekreiste, gell? Das findet man dann unter die Sonderzeichen irgendwo. Das ist in der Elektronik durch eine, durch diese Wahrheitstabelle gekennzeichnet, gell? Das ist das exklusiv oder. Und zwar, wenn wir 0, XOR 0 machen, was ist denn das? Das ist 0, gell? Weil es ist nicht das eine oder das andere exklusiv, gell? Okay? Aber das eine oder das andere exklusiv, das heißt eines von denen, aber nicht beide. Ah, das stimmt da. Das ist 1, gell? Und das 1, 0, das eine oder das andere, heißt genau das da, gell? Also wieder exklusiv. Also das sind die zwei Fälle, die dann die Wahrheit 1 ergeben. Und 1 exklusiv 1 ist also 0, gell? Weil wir wollen nicht beide 1 haben bei XOR. Und wenn wir das jetzt mal betrachten mit der Parität, dann haben wir hier genau die gerade Parität. 0 und 0 ist eine, weil wie viele Einsen haben wir? Keine. Und das ist dann gerade schon, also brauchen wir keine 1 mehr, um jetzt eine gerade Anzahl von Einsen zu haben. So, wenn wir 0 und 1 haben, oh, das ist eine 1. Eine 1 ist nicht gerade, also brauchen wir eine weitere 1. Gell? Und 1, 0 ist genau gleich, da brauchen wir wieder eine 1, um die gerade Parität zu erfüllen. Wenn wir 1, 1 haben, da haben wir schon 2 Einser. 2 Einser ist die gerade Parität, also brauchen wir 0 als Parität, um hier die gerade Parität zu erfüllen. Ja, und das ist genau dasselbe wie das XOR. Gell? Also XOR-Verknüpfung oder, also XOR ist immer zwischen 2 Bits, gell? XOR zwischen 2 Bits, gell? Das ist dann dasselbe wie die gerade Parität. Und das Interessante ist, wenn wir das jetzt erweitern auf 3, auf 4 oder 5, dann kann man das XOR einfach nur weiterbauen und das funktioniert auch. Gell? Also das ist dann nicht nur zwischen zwei ein Operator zwischen zwei Operanden, sondern auch zwischen mehrere kann man das anwenden. Gell? Ja, und das schreiben wir mal da. Gell? Also da kann man das dann auch in der Elektronik bauen. Gell? Da kannst du eine digitale Schaltung bauen und kannst die Paritäten dann eben mit der digitalen Schaltung produzieren. Und diese Eigenschaft, dass wir eine Parität durch eine XOR-Verknüpfung in der Digitaltechnik darstellen können, das führt auch dazu, dass man eben diese Codierung auch als Hardware-Codierung bauen kann. Gell? Also das ist eine Codierung, die können wir programmieren mit einem Algorithmus und dann mit einem Programm eben dann darstellen und implementieren. Wir können aber auch eine elektronische Schaltung bauen. Und so könnt ihr dann, wenn ihr ein bisschen Digitaltechnik gemacht habt, eine Schaltung bauen, die eine Codierung durchführt. Und wenn dann ein Bit Übertragungsfehler irgendwo vorhanden sind, dann kann die Dekodierung auch von der Schaltung gemacht werden. Gell? Also das ist dann eine interessante Sache.
Ja, jetzt schauen wir mal, wie bilden wir das B0? Das B0 bilden wir, indem wir die 1 auf dieser Zeile hier suchen. Und alles, was über den 1 sind, das sind dann die Datenwörter, die wir zur Berechnung von B0 verwenden. Also, was ist denn oberhalb dieses? Oberhalb dieses ist das D0. Also, da kommt mal hinein, das D0. Das tiefer stellen. So. Und dann wird was gemacht. Das wird exklusiv, also das müssen wir dann wieder normal stellen. Also Format, wo ist denn das? Text nicht tiefer stellen. So. Ja, schreiben wir mal einfach die, und dann gehen wir tiefer stellen. Okay, also D0 müssen wir exklusiv oder mit was verknüpfen? Also das ist eben ober dem gewesen und jetzt hier darüber steht das D1. Also D0 exklusiv oder D1, dann exklusiv oder, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt das D3 hier, also oder D3 und exklusiv oder, was haben wir noch? D4 und D6, gell? Also, da haben wir dann exklusiv oder D4, gell? Exklusiv oder D6. Schön, dann gehen wir das noch ein bisschen richten da, das tiefer stellen, das da tiefer stellen, das da auch. Und das da auch, gell? Ja, so schaut es dann aus, gell? Und jetzt haben wir das B0 bestimmt, also die Parität für diese Daten da, D0, D1, D3, D4 und D6. Schön. Jetzt müssen wir Parität 1 bestimmen. Und da gehen wir wieder gleich vor, gell? Also Parität 1 in dieser Zeile, was ist denn der rote 1er, der da? Also da ist das B1 dann. Woraus bilden wir den? Aus den 1 hier, beziehungsweise ihren Daten dann, die drüber sind. Gell? Okay, dann schauen wir mal. Also da ist drinnen D0, D2, D3, D5 und D6. Gell? Ja, ich nehme das einfach da mal mit. So. Ctrl-C. Und Ctrl-V und jetzt gehen wir das da richtig stellen, gell? Also da haben wir D0 haben wir gesagt, dann haben wir das nächste ist das D2, also da haben wir ein 1 und drüber ist der 2er, gell? D2, dann ist D3, D5 und D6, D2, 3, 5, 6, also, ups, also D0, D2, D3, D5 und D6. Gell? Okay, nochmal zur Kontrolle. Gell? Also D0, D2, D3, D5 und D6. Ja, dann machen wir dasselbe für B2. Gell? B2, hier ist der rote 1er, also hier drunter, und hier sind sie dann alle D1, 2, 3, also D1, D2, D3 und D7. Also müssen wir hier hinein, kopieren wir es dann, so, und ja, also wir brauchen, wir haben gesagt, D1. D2, D3 und D7. 7 und das können wir löschen. So. Also, es wird also aus D1, D2, D3 und D7 gebildet.
Okay, und jetzt noch B3. B3, weil also da ist der 1er und die rechts davon, die sind es, gell? Also, ja. Fügen wir sie dort ein. So. Okay. Ja, und welche sind es? Das ist D4, D5, D6, D7. Also D4, X. Or D5, XOR D6, XOR D7. Und das letzte braucht man nicht, gell? Hätte man hingegen nicht nur 8 Bits, sondern wie eben laut Definition vorgesehen bis zu 11, gell? Auch die letzten, dann wäre die Tabelle etwas breiter, gell? Und da wären dann eben alle gleich lang dann am Ende, gell? So, also, ja, schön. So bilden wir die Paritäten. Aber jetzt wissen wir erst, wie wir die Kodierung machen. Und jetzt kommt die Dekodierung. Gell? Also die Dekodierung ist jetzt genau das, was wir machen, wenn wir ein solches Wort aus 12 Bits bekommen und wir wissen, dass es nach Hamming kodiert ist. Gell? Und was macht man bei der Dekodierung? Bei der Dekodierung werden die Paritäten neu berechnet. Gell? Okay, also das dort unten, das ist dort die, das ist die Kodierung dort oben. Gell? Und nach der Kodierung, weil könnten da auch, ja, können wir Pfeil noch machen. Können wir schauen, ob wir einen finden. Also einfügen, Sonderzeichen. Da gehen wir auf. Also. Wo haben wir es denn? Auf Symbol. So, schön. Und jetzt brauchen wir Pfeil, der nach oben geht. Gell? Also, ja, zuerst haben wir diese Pfeile da verwendet. Gell? Also, da haben wir den da. Okay, also das ist die Codierung. Und für die Dekodierung. Also Dekodierung, gell? Da werden die Paritäten neu berechnet, gell? Also ja, die Paritäten neu berechnen. Und diese Paritäten, die wir neu berechnen, die sind dann an der gleichen Stelle, gell? Also da haben wir jetzt eine Parität B0, die haben wir vor der Übertragung berechnet, und eine Parität B0, die haben wir nach der Übertragung berechnet. Und die wird dann oft als B0 Stern bezeichnet oder B Stern 0. Gell? So, B Stern 0 gehen wir da ausrechnen. B Stern 1 gehen wir rausrechnen, B Stern 2 und B Stern 3. Gell? Also da gehen wir ganz genau gleich vor wie vor der Übertragung. Gell? Wir nehmen also unsere Datenbits, wir gehen sie berechnen, diese Paritäten, und dann haben wir die Paritäten vor und nach der Übertragung. Gell? Ja, wenn wir das da mal schauen wollen, da. Also. Das müssen wir dann. Also B Stern. Den Stern müssen wir auch hochstellen. Gell? Also Format Text. Und wo ist ein Hoch da? Shift Steuerung B. Hochstellen. Und dann kommt der 0. Ctrl D, das geht nach unten. Und dann kommt wieder ein Stern, Shift-Ctrl-B hochstellen, und dann kommt 1, das tun wir tief stellen, dann kommt B Stern, Shift-Ctrl-B hoch, und dann 2er, der wird tief gestellt, und dann bei B Stern 3, Stern, das gehen wir hochstellen, und den 3er gehen wir tief stellen. So, okay. Ja, jetzt haben wir das. Und jetzt, wenn wir das ausrechnen, wenn wir also die Paritäten vor und nach der Übertragung haben, dann müssen wir sie vergleichen. Und
Toll wäre natürlich, wenn die Paritäten vorher und nachher gleich wären. Weil wenn sie gleich sind, gell, wenn die Paritäten vor und nachher gleich sind, dann, hat der Hemming gesagt, ja, wenn vor und nachher bei dieser ganzen Überprüfung das Gleiche rauskommt, dann gehen wir davon aus, dass es stimmt. Gell? Ja, schön. Aber die Frage ist, wenn es nicht gleich ist, wenn es nicht gleich ist, was machen wir dann? Und dann hat er gesagt, ja, nicht verzagen. Gell? So wie er diese Paritäten angeordnet hat, kommen dann aus den Unterschieden in den Paritäten ablesen, wo der Fehler ist. Und das ist die Genialität des Hemming, gell? Also das ist das Interessante. Also aus den Positionen der Unterschiede der Paritäten vor und nach der Übertragung liest er die Fehlerposition. Und das wollen wir jetzt mal machen. Und zwar, er nennt das Syndrom. Also den Vergleich bilden zwischen den Paritäten vor und nach der Übertragung, das nennt er Syndrom. Also, ja, Syndrom. Und zwar sind da jetzt eben Bit für Bit muss man das machen. Und zwar haben wir da jetzt ja, Syndrom S mit, ja, mit 4 Bits. Gell? So viele Bits, wie die Paritäten haben. Gell? Und zwar, wie schaut denn das aus? Also da wird also ein S0 gebildet. Aus was denn? Aus B0. Dann kommt das XOR. Gell? Ah, das müssen wir jetzt holen. XOR. Und dann, das gehen wir jetzt, ja, das kopieren wir einfach da raus. Gell? Also. Okay. Oh, da ist ein Fehler drin. Moment, da sind zwei Sechser. Das ist nicht richtig. So. Okay. Und Augenblick. Jetzt gehen wir das da einfügen. B0. XOR. B Stern 0. Also das können wir mit XOR machen. Gell? Und warum können wir das mit XOR machen? Schaut mal die Tabelle an. Also, wenn es gleich ist, kommt es 0. Also 0, 0 ergibt 0. Wenn es gleich 1 ist, beide, ist auch 0. Aber wenn es nicht gleich ist, wenn vor und nach der Übertragung 0, 1, 1, 0 herauskommt, gell? Das ist nicht gut, wenn die Paritäten verschieden sind. Dann schreit die Syndrom, gell? Dann sagt sie 1, gell? Okay, ja, und das machen wir dann, gell? Und das da Bit für Bit in in den Paritäten. Und ja, also B0 vergleichen wir mit B Stern 0. Und dasselbe. Also, da ist den Nuller müssen wir auch noch tief stellen. So, an der Tafel ist es einfacher als da, gell? Also, Schön, das ist jetzt S0. Und jetzt nehmen wir das da, kopieren das und machen das für die anderen drei auch so, gell? Also für S1, S2 und für S3. So, jetzt müssen wir das noch hineinschreiben, weil also da kommt dann 1, 1 und 1 und da kommt dann 2, 2, 2 und da haben wir 3, 3 und 3. Okay, ja, schön. Jetzt haben wir diese vier Syndroms und diese vier Syndroms, die, ja, so stehen sie so untereinander, die schreiben wir dann nebeneinander. Und zwar die Syndrom, die da, gell, die bilden wir aus diesen Bits, gell, und die schreiben wir dann nebeneinander. S4, S3, S2, S1. Gell. Und ja.
falsch. Also nicht S1 bis S4, sondern S0 bis S3. Weil also da haben wir dann 0 und das gehen wir tief stellen. Da haben wir 1 und das gehen wir dann auch tief stellen. Weil so, jetzt habe ich etwas gefressen. Das ist nicht gut. Was habe ich jetzt tief gestellt? Das S habe ich tief gestellt. Alles nochmal raus da. Also, da kommt hinein S3, S2, S1, S0. Das 0 wird tief gestellt. 1 wird tief gestellt. 2 wird tief gestellt. Und 3 wird tief gestellt. Fertig. Ja, wenn wir das nebeneinander hinschreiben, dann sind das die Bits mit den Unterschieden. Gell? Und wenn wir gesagt haben, wenn sie gleich sind, gell, 0, 0 vorher, nachher ergibt 0. 0, 1 oder 1, 0, wenn sie also verschieden sind, das ergibt 1. Und so haben wir dann die Position, gell, der Fehler, und die schreiben wir da hinein. Und das Interessante ist jetzt, wenn jetzt da ein Fehler angezeigt wird. Und da kann man den nachher wo ablesen. Der Fehler, der aus der Syndrom kommt, das ist die Position, die wir den Bits im Wort gegeben haben. Das ist das Interessante. Wenn da zum Beispiel jetzt 3 herauskäme, gell? Also 0, 0, 1, 1. Was bedeutet 0, 0, 1, 1? 0, 0, 1, 1 bedeutet, dass sich Syndrom 0 und Syndrom 1, die zeigen einen Fehler an. S2 und S3 nicht. Gell? Ja, aber was heißt denn das jetzt, dass da und da ein Fehler angezeigt wird? Schauen wir mal da, was das heißt. Und hier wird kein Fehler angezeigt. Gell? Das heißt, dass irgendwo B0 und B1, die zeigen einen Fehler an. Puh, schauen wir mal. Was heißt denn aber, dass B0 und B1 einen Fehler anzeigen? Das heißt, dort, wo die Einser sind, wird der Fehler tritt darauf. Das heißt, es müssen also diese zwei dabei sein, damit das könnte der und der sein. Aber der und der geht nicht, weil da müsste der auch schreien. Gell? Gehen wir weiter schauen. Also, da haben wir auch 1 und 1. Ja, aber der wäre dann auch. Also, es dürfen also die anderen nicht dabei sein. Und wenn wir jetzt so weitergehen, ja, welches ist es denn? Der und der. Ui, weil die sind nicht dabei. Das heißt, das ist genau das, wo wir die Position haben. Das heißt, wenn wir diese Einsen verwendet haben, um die Datenwörter mit hereinzunehmen, die wir dann brauchen zur Bestimmung der Paritäten, dann ist das ja die binäre Darstellung für die Position. Und wenn wir hier die Vergleiche machen, dann kriegen wir aus den Positionen, wo die Fehler sind, genau die Position, wo wir dann eben das Problem haben. Und wenn wir wissen, welches Bit falsch ist, was können wir dann machen? Dann können wir es invertieren. Also wenn wir wissen, oh, da ist ein Fehler und es ist ein Bit. Wenn wir wissen, welches Bit es ist, dann können wir es einfach invertieren und dann haben wir es korrigiert. Das ist die Fehlererkennung. Gell? Ja, ist jetzt nicht ganz einfach. Jetzt gehen wir das mal durchrechnen. Gell? Und zwar brauchen wir jetzt ein Beispiel. Beispiel. Gell? So, was nehmen wir denn? Nehmen wir auch 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Okay, das sind also unsere 8 Bits. Und jetzt müssen wir die irgendwo eintragen. Gell? Und gehen wir mal schauen, wo tragen wir die ein? Weil die müssen wir jetzt hier, dort wo die Daten sind, eintragen. Gell? Ja, in welcher Reihenfolge? Also ja, müssen wir so brav sein und da die 0 machen, weil das könnte man also hinten da
das ist dann D1, gell? Oder wir sagen einfach, ja, das ist nicht so genau, gell? Wir schreiben es einfach in der Reihenfolge hin, wie wir es haben. Und dann schreiben wir hin da 0, 1, gell? Also da sehen wir, das ist dann das, da ist ein Datenbit, hier ist ein Datenbit, gell? Hier ist wieder eines, hier auch, gell? Also haben wir nochmal 0 und 1, hier haben wir die Parität und hier haben wir wieder 0, 1, 0, 1, gell? Ja, also die Datenbits, die gehen wir einfach abschreiben, das ist kein Problem. So, die Kontrollbits, die Paritäten, die muss man ausrechnen. So, jetzt muss man aufpassen, gell? Jetzt müssen wir also schauen, B0 ist da, gell? Und da haben wir jetzt schon hergeleitet, da mit diesem XOR, gell? Das ist die gerade Parität. Und jetzt müssen wir da schauen, wen wir da brauchen, gell? Also da brauchen wir dieses Bit, dieses, dieses, dieses und dieses. Und damit, was machen wir? Wir können das jetzt XOR verknüpfen, gell, so wie wir das in der Elektronik da machen, mit der Digitaltechnik, oder wir bilden die gerade Parität, ist dasselbe. Und die gerade Parität macht was denn? Sie geht also in diese Positionen und ergänzt das zu einer geraden Anzahl von Einsen. Gell, schauen wir mal, hier ist keiner. Hier ist keiner. Dann hier haben wir einen. Gell, hier haben wir auch einen. Jetzt haben wir also zwei. Und hier haben wir keinen, also haben wir zwei Einser, das ist schon gerade. Also kommt hier eine 0, gell, weil wir keine 1 mehr brauchen, um eine gerade Anzahl zu haben, wenn wir schon zwei Einsen haben und das ist gerade. Gell. So, B1, B1, das ist diese Zeile. Also kommt dieser damit, das ist eine 0. Dann kommt mit dieser da, das ist auch 0. Das, da haben wir das erste Mal eine 1, also haben wir bis jetzt eine 1. Da haben wir eine zweite 1, gell, jetzt haben wir also zwei Einsen und fertig, weil da ist eine 0. Gell? Okay, zwei Einsen haben wir gesagt, das bildet eine gerade Anzahl, gell? Also kommt hier eine 0. Gell? Dann machen wir weiter. Dann haben wir hier eine 1. Was brauchen wir? Wir brauchen also all das, wo wir hier die Einsen haben, gell? Und dann schauen wir. Also hier drunter haben wir eine 1, hier haben wir auch eine 1, jetzt sind wir schon auf 2, gell? Und hier haben wir keine gehabt, also haben wir zwei Einsen und hier haben wir auch eine, jetzt sind wir auf drei Einsen, also ist diese Parität 1. So, schön. Dann fehlt uns noch diese. Und diese wird durch diese hier gekennzeichnet, gell? Und was haben wir hier drunter? 0, 1, 0, 1. Haben wir also zwei Einsen und zwei Einsen. Es ist schon gerade, also hier 0. Ja, das war jetzt vor der Übertragung. Gell? Also die Datenbits haben wir nur abgeschrieben und die Paritäten haben wir ausgerechnet. Gell? Also durch die gerade Parität, gell? Oder durch diese XOR-Verknüpfung laut Elektronik. Und das ist jetzt die Codierung. Gell? So haben wir also unser Datenwort kodiert. So, und jetzt gehen wir da schwindeln. Gell? Jetzt gehen wir da, was machen wir dann? Wir gehen also, jetzt machen wir das mit Bit 3, gell? Wie wir im Beispiel gesagt haben. Gell? Dann gehen wir Bit 3 verändern. Das heißt, wenn wir dieses Bit da verändern, dann wäre also nach der Übertragung, weil hier nicht mehr dieses Datenwort, sondern dieses Bit wäre dann nicht mehr 0, sondern 1. Gell? Und ja, gehen wir mal schauen, gehen wir da mal eine Zeile einfügen, Zeile oberhalb einfügen, passt, gell? Und kopieren wir das da. Gell? So, Ctrl-C, schön, Ctrl-V. Ja, wenn wir das jetzt haben, dann können wir jetzt da schwindeln. Gell, also da, das gehen wir da mal rot machen und schreiben eine 1 hinein. Gell. Und ja, da haben wir jetzt den Fehler eingebaut. Was haben wir gesagt, was müssen wir nach der Übertragung machen? Nach der Übertragung müssen wir die Paritäten neu berechnen. Gell. Also da müssen wir jetzt schauen,
wie die Paritäten nach der Übertragung sind. Gell? Und vor der Übertragung, gell, haben wir gesagt, sind sie 0, 0, 1 und 0. Gell? Okay, also da haben wir 0, 0, 1 und 0 gehabt. Gell? Also das sind also die Paritäten vorher. Und jetzt gehen wir sie nachher ausrechnen. Gell? Also das ist jetzt B. So, okay, und da wollen wir B Stern hinschreiben. Gell? Und Stern. So, das gehen wir hochstellen. Okay. So, wie gehen wir das jetzt ausrechnen? Da gehen wir mal schauen. Also, da müssen wir es wieder ausrechnen. Und zwar B. B Stern 0, gell, wird also aus diesen da bestimmt. Gell? Und jetzt schauen wir mal da. Also D0. D0 ist 1. Gell? Also wir haben jetzt eine 1. Dann D1, das ist auch 1. Jetzt haben wir 2 Einsen. Gell? Wir müssen also diese Zeile da nehmen, gell? Nach der Übertragung. Gell? Okay. So, also. Das da ist 1, das da ist auch 1, jetzt haben wir schon 2 Einsen, dann hier haben wir jetzt 3 Einsen und da haben wir eine 0, also haben wir 3 Einsen, gell? Das heißt also, wir müssen eine 1 erzeugen, gell? Damit wir dann gerade werden, weil 3 und 1 ist 4 und das ist gerade, also B Stern 0 ist also 1. Dann gehen wir jetzt weiter ausrechnen. Und zwar, jetzt müssen wir das B Stern 1 ausrechnen. B Stern 1. Also B Stern 1, gell, ist also da dieser da, der schreit. Also müssen wir jetzt die daneben alle nehmen. Und zwar müssen wir die 0 nehmen. Das ist jetzt 1. Also haben wir eine 1. Dann müssen wir da schauen. D2, das ist 0, also bleibt es bei einer 1. Dann D3, das ist 1, jetzt haben wir 2 Einsen. Gell? Und dann gehen wir weiter. D5, da haben wir 1, jetzt sind wir auf 3 Einsen. Und D6, das ist 0, also 3 Einsen. 3 Einsen ist ungerade, also müssen wir eine 1 setzen, damit es 4 wird und somit gerade. Gell? So, 1. Okay, dann S. 2, dazu brauchen wir das B2. B2 ausrechnen. B2 ausrechnen, das ist da und daneben die Einser, die bestimmen, welche Daten wir nehmen. Gell? Jetzt müssen wir wieder hinuntergehen, gell, bis zu unseren empfangenen Daten. Und zwar, da haben wir eine 1. Dann haben wir hier eine 1, jetzt sind wir auf 2 Einsen. Gell? Dann gehen wir weiter und hier unter dem da haben wir auch 1, jetzt sind wir auf 3 Einsen. 3 Einsen ist ungerade, also müssen wir eine 1 setzen, damit es wieder gerade ist. Gell? Okay, also 3 und 1 macht 4 und 4 ist dann gerade. So, und dann noch das B Stern 3 ausrechnen. B Stern 3. B Stern 3, gell? Also 2 hoch 3, da ist das da. Und daneben, das sind die Einsen. Und ja, jetzt schauen wir mal, was haben wir drunter. Also hier haben wir 0 darunter. Hier haben wir eine 1, gell? Hier haben wir wieder 0 darunter und noch eine 1, gell? Also haben wir 1 und 1. 1 und 1, das ist 2, ist eine gerade Anzahl, gell? Also ist hier eine 0. So, also das da, das sind jetzt die Paritäten. Und wenn wir jetzt die Syndrom ausrechnen, S, gell, so, dann gehen wir das da XOR verknüpfen da jeweils, gell. Und was kommt denn raus? Gell, es kommt das raus, wo schreit er, wo die verschiedenen Stellen sind, gell, also wo die verschiedenen Paritäten sind, gell. 0 XOR 1 ist 1. 0 XOR 1 ist 1. 1 XOR 1, gell, das ist gleich, das passt, also das ist 0. Und 0 XOR 0 ist 0. So.
Und jetzt müssen wir das da hinschreiben, gell? Und zwar S3, das ist das höchstwertigste, und S0 ist das niederwertigste, gell? Und wenn wir das dann hinschreiben, gell, dann haben wir S ist gleich, S ist gleich von unten nach oben, also 0, 0, 1, 1. Also, was wissen wir daraus? Also, der Fehler ist an der Stelle 3. So, Stelle 3. Oh, da ist er. Da haben wir ihn eingebaut. Gell? Ja, das hat der Herr Hemming gemacht. Gell? Also, der Herr Hemming, gell? Also, ja, er wird schon einen geistreichen Tropfen gehabt haben dabei, der ihm geholfen hat. Gell? Also, das wollen wir nicht unterstellen. Gell? Also, auf jeden Fall, es ist schon ein Geistesblitz gewesen, dass da zu machen und gleichzeitig dann auch Bewusstsein zu haben. Das kann man mathematisch ausdrücken, das kann man algorithmisch ausdrücken und das kann man dann auch durch eine Elektronik ausdrücken. Gell? Und das ist eine coole Sache. Und ja, was werden wir jetzt machen? Gell? Also wir werden das mal probieren, werden das mal ausrechnen, gell? Und dann werden wir das zum Schluss auch programmieren. Das ist also unser nächstes Ziel.